Hallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2017-Saison mit James und Tobi zum letzten Rennen in Abu Dhabi. Hi. Hi, hi, Muchachos. So, meine Strategie, wie ihr seht hier, das ange... Meine Strategie angenommen die und dann das Benzin und das Auto. Ja, das. Okay. Nein, hätte ich nicht gerne. Du laberst doch Quatsch, du fährst ultrasoft und dann soft und dann bist du fertig. Machen wir so, ne? Ja, so. Ja, machst du ultrasoft soft, ne? Vier Stoff-Strategie. Mit Hypersoft, ne? Was ich dir jetzt sagen würde. Aber mir kannst du es doch sagen. Nein. Ich weiß es ja. Sagt Jeff, reicht dir das? Irgendwer hat schon starten gedrückt. Ja. Egal. Ja, Matthias wahrscheinlich. Wenn ihr gerade schon irgendwie 80 Sekunden Zeit hattet, weil ich noch so. 80 Sekunden? Ja, 80 das waren Minuten. Deutlich mehr. Ja, ich war noch kurz drüben, hab noch was gegessen. Ich hab immer das Gefühl, wenn du aufs Klo gehst, du musst das Klo erst noch bauen. Ja, hast du was dagegen? Der Rest ist dann auch schnell wieder ab, deswegen dauert das alles immer so. Hier fahr ich gleich nicht lang. Klo mal danach neu verputzen, das ist das Problem. Hallo Tobi. Hallo. Fühl dich nicht bedrängt. Nein, nein. Gehen wir mal in. Rannt ihr euch da mal weg? Gut, ich guck mir das von hier hinten an. Das war ein ganz faires Überholmanöver. Wir waren einfach nur zu weit raus. Nee, nee, ich hab gesehen, dass du da bist und bin rausgefallen, weil ich gedacht habe, in der Einführungsrunde ist mir das scheißegal, ob ich Erster oder Zweiter ankomme. Auto ist schwerer. Bremspunkt ist nicht da, wo ich ihn erwartet habe. Ich hab die Kurve ausgelassen. Ja, aber ich bin Matthias hinterher gefahren. Ich hab einfach mal gedacht. Matthias wird schon wissen, was er tut. So, hier kann man das auch nochmal machen. Ja! Renault Box, he missed the chicane. Muss ja auch so eine Pette sein wie Formel 1-Fahrer heutzutage. Hör mal, wenn einer wirklich die Karne kurz, dann sollte man das nicht sagen. Ich werde mal durchsichtig, wenn ich so weit weg bin. Petze ging in Laden, wollte eigentlich Käse haben, ne? Naja. Na, wann übernimmt er? Hier. An der Boxenlinie. Ja. Stimmt. Ich fand hier viel präziser. So, dann ist Matthias auch schon mal eine Runde vorweg gefahren, da hat er es fürs Rennen schon mal erledigt. Ja, sehr anders. Ich wollte das Wasser noch auffüllen, noch ein bisschen Zeit. Mein Glas ist noch halb voll. Meins ist ganz leer, da kann ich ja nicht schön reden. Ist das halb leer oder halb voll? Ganz leer, ja, das ist... Weihnachten finde ich das auch nicht schön, wie die ganz leer ist. Das Niveau wird auch nicht besser! Nein! Alter. Man könnte sagen, wir hätten kein Niveau. Tobi, ich weiß noch nicht, ob du es wusstest, aber die Uhr läuft auch noch nicht rückwärts. Das ist der Punkt. Ah! Noch nicht. Also. Alle da? Ich hab dann, Angst. Dann viel Erfolg. Letzter ja. Start dieser Saison. Let's go. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Jetzt hat das gejinxt, die Sau. Boah, was macht ihr denn so lange? Ja, Frühstart. Ja, Dito. Ich denk mir so, warum sagt da einer fuck it? Nein, Alter. Da leben wir jetzt mit. Ja, kann ich mitleben. Ich ja auch, ich Idiot hab mich natürlich an die orientiert. Ich sag noch so, boah, dauert das lange und in dem Moment fährt Matthias einfach los. Ich hab aber nochmal gebremst. Oh, jetzt bin ich weggedreht worden. Schön. Herrlich, ja, schön in die Wand. Jetzt machen wir es nochmal. Okay, kann ich mitleben. Ihr seid aber auch. Nee, das lasse ich drin. Ich nehme jetzt weiter auf. Das lasse ich auch drin, weil ich schneid's zusammen. Ich schneid's auch. Ich geh jetzt hier zurück zum Hauptmenü. Ja, das Einzige, was ich schneiden muss, ist halt, wo ich gleich einmal das Steam Overlay öffne. Alter, ich denke nur so, boah, der braucht aber Ewigkeiten und das dauert und dauert. Ich habe sogar noch verpennt. Ne? Ich habe sogar noch eine halbe Sekunde oder so zu spät. Fährt der einfach los? Ich denke noch so, was jetzt passiert? Oh, Matthias fährt. Das kann nicht richtig sein.
Ja, und ich habe mich an Matthias orientiert. Aber ich fand's konsequent, dass du gesagt hast, wir leben damit, und erst als du dann rausgedreht wurdest, gesagt hast, nee. Da konnte ich auch echt nichts für, da ist mir irgendjemand gegen die Hinterhand. Ja, das ist was anderes, aber das ist schon... Nee, das war... Da wart ihr selber schuld, weil... Definitiv eigene Dummheit von Matthias und mir. Ja, definitiv, aber da möchte ich gar nichts dran. Und ich hab noch so gesagt, scheiße, du hast D-Sync, die Ampeln gehen bei dir nicht aus. Was machst du denn jetzt? Alles fährt schon und du stehst da noch und dann... nee. Das Schlimmste an der Geschichte ist wieder, ich hab kurz vorher noch gedacht, Mensch, Frühstart hatten wir diese Saison. Ich hab's nur nicht gesagt. Ja, ich schon jetzt. So. Nee, da muss ich da drauf gehen. So. Ich mach mal kurz hier ins...